Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten. Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute habe ich wieder für euch einen ultra einfachen Solo Unlimited Money Glitch im Gepäck. Und zwar braucht ihr dafür einfach nur ein Bunker, im Bunker ein MOC, im MOC das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Dann braucht ihr eine Basis, in der Basis dann das Fahrzeug, welches ihr ersetzen möchtet, in der Regel einen kostenlosen LG. Und ihr solltet euch im freien Zielen befinden und dann können wir auch schon mit dem Glitch anfangen. Ihr geht einfach nur in euren Bunker, in euer MOC und fahrt das Fahrzeug raus, welches ihr duplizieren wollt. In der Regel ein aufgetunter Easy bringt dann im Verkauf um die 1,7-1,8 Millionen Dollar. Seid dann mit eurem Fahrzeug im Bunker, lasst ihr das Fahrzeug dort einfach nur stehen und verlasst dann zu Fuß euren Bunker. Jetzt müsst ihr zu eurer Basis. Benutzt dafür am besten den Job-Teleport-Glitch, ein Straßenfahrzeug oder über euer CEO dann ein Buzzard-Kampf-Heli. Auf jeden Fall kein persönliches Fahrzeug. Seid ihr dann in eurer Basis, dann betretet ihr diese ganz einfach. Wenn ihr dann in eurer Basis seid, dann müsst ihr einfach nur vor zur Rezeption, dort wo ihr die Snacks und so weiter kaufen könnt. Wenn ihr dann dort seid, müsst ihr jetzt eine random Person in einem anderen Zielmodus nachjoinen. Die erste Meldung, die kommt, bestätigt ihr und die zweite Meldung lehnt ihr ganz normal ab. Jetzt geht ihr an den Tresen ran, sodass ihr oben links die Meldung habt, drücke Steuerkreuz nach rechts. Jetzt öffnet ihr euer Pausenmenü mit der Optionstaste, geht auf die Karte, geht dort auf Ansicht ändern, sucht euch jetzt einen Job aus und startet diesen mit Viereck. Ihr bestätigt dann die kommende Meldung und dann dürfte eine Fehlermeldung kommen. In dieser Fehlermeldung müsst ihr jetzt einfach nur einmal die Steuerkreuztaste nach rechts drücken und dann könnt ihr die Fehlermeldung auch schon annehmen. Ihr werdet sehen, euer Menü am Tresen hat sich geöffnet. Jetzt geht ihr einfach nochmal auf die Optionstaste, also ins Pausenmenü, geht auf Online, geht auf Cashcard kaufen. Dann, wenn ihr dort drin seid, verlasst ihr diese ganz einfach wieder. Geht jetzt auf eure Karte, sucht euch einen x-beliebigen Job aus, startet diesen mit Viereck. Und jetzt ist es so, sobald ihr die Meldung annehmt, müsst ihr sofort Kreis spammen. Also X, Kreis, 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 Kreis. Und ihr werdet dann in der Basis sein und ihr habt unten rechts Ladevorgang stehen. Jetzt müsst ihr einfach nur zu eurem LG in eurer Basis gehen, also das Fahrzeug, welches ihr ersetzen wollt. Wenn ihr jetzt in diesem Fahrzeug drin sitzt, müsst ihr erneut eine random Person nachjoinen in einem anderen Zielmodus. Sobald ihr die erste Meldung habt, drückt ihr die Gastaste und haltet diese gedrückt. Jetzt bestätigt ihr die erste Meldung, lehnt die zweite Meldung ab, bestätigt die dritte Meldung, lasst die Gastaste los. Ihr werdet aus dem Fahrzeug geworfen und nach einer kurzen Zeit aus der Basis. Wenn ihr dann aus der Basis draußen seid, müsst ihr jetzt einfach nur wieder zu eurem Bunker zurück. Macht es am besten mit dem Buzzard-Kampf-Heli über CEO oder mit dem Straßenfahrzeug oder mit dem Job-Teleport-Glitch. Seid ihr dann in eurem Bunker, müsst ihr diesen ganz einfach nur noch betreten. Wenn ihr jetzt im Bunker drin seid, seht ihr dort schon euer Fahrzeug stehen. In dieses steigt ihr jetzt ganz einfach nur ein. Euer Kennzeichen wird sich ändern, das heißt, ihr braucht kein iFruit-Kennzeichen. Und jetzt fahrt ihr damit einfach nur in euer MOC, bestätigt die Fahrzeuglager-Vollmeldung und ihr seid fertig mit dem Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, dann zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.